Hey Leute, ich habe euch hier die Fusilei oder wie auch immer das ausgesprochen wird mitgebracht. Machen wir die ganze Sache ganz schnell. Primäre Feuermodus, super, mega, geil. Sekundäre Feuermodus, shit, ab in die Tonne damit. Die Waffe, Fusilei, ich spreche das jetzt einfach so aus, ist mir egal, ob es richtig oder falsch ist. Falls es falsch ist, denkt euch, ich hätte es richtig gesagt. Ja, das ist eine unserer neuen Top-Sekundärwaffen. Ich muss gestehen, ich habe das auch gerade eben erst rausgefunden. Also das hier ist jetzt gerade der zweite Anlauf für das Video und mitten im letzten Video hatte ich die Idee für einen neuen Bild gehabt, hab's ausprobiert und der Bild ist einfach allgemein gut, gegen jede Fraktion zu benutzen, super stark, man braucht nichts abzuändern von den Mods her und absolut top, also ich bin gerade begeistert von der Waffe. Fange ich anders an. Warum ist der primäre Feuermodus gut und der sekundäre schlecht? Vergleichen wir gerade mal die Stats. Primäre Feuermodus, Crit-Chance 23, 1,7, 3 und 1,5. Das heißt, unten weniger Crit. Oben 29 Status, unten 37, das ist jetzt besser. Und oben 30,8 Durchschlag, 46,2 Schnitt, unten 92,4, 138,6. Warum ist das oben gut und das unten schlecht? Weil unten haben wir ja den dreifachen Damage. Es ist sogar wirklich ziemlich genau der dreifache Damage. Von daher, warum ist das schlecht? Aus dem ganz einfachen Grund. Probieren wir es mal aus. Wir verschießen drei Messer. Der Damage wird aufgeteilt zwischen den drei Messern. Bedeutet, wir machen genauso viel Damage wie mit dem Feuermodus oben. Mit dem Unterschied, dass wir hier pro Schuss 3 Munition verbrauchen, weil wir 3 Klingen schmeißen und wir eine niedrigere Crit-Chance haben. Natürlich haben wir jetzt eine etwas höhere Status-Chance, aber das ist es absolut nicht wert. Weil schauen wir mal hier hin, selbst auf 13 Metern würde ich jetzt nur noch mit einem maximal 2 Klingen überhaupt treffen. Also das ist absoluter Trash, anders kann man es nicht ausdrücken. So, ich habe wie gesagt für euch ein einzigen Bild vorbereitet und ich bin begeistert. Im letzten Versuch hatte ich für euch ein Korrosionsbild drin. Hat auch super, super gut geklappt. Aber dann ist mir aufgefallen, dass unsere Schnittprocs erstaunlich hoch am Ticken sind. Die haben sogar so hoch getickt, dass ich mir gedacht habe, man könnte mal wirklich ein Schnitt-Statusbild probieren. Habe ich gemacht, hat funktioniert. Laufstreuung, tödlicher Schwall, Hornissenstich, Erfrierung, Pistolenpestilenz, 94,2% Status. 2 Crit-Mods, es lohnt sich, glaube ich, nur, wenn ihr die Primed-Mods habt, weil 3,6 ist immer noch nicht wirklich hoch und 66 ist gerade okay. Habt ihr die Primed-Mods nicht, müsst ihr es mal für euch ausprobieren oder ihr macht einfach noch große Elementar-Mods rein. Und im letzten Modplatz habe ich jetzt Eissturm drin. Eissturm einfach drin, weil größeres Magazin, statt 6 haben wir 8. Und mehr Kälteschaden bedeutet mehr Virusschaden, ist auch ganz okay. Ansonsten könnt ihr hier noch einen Feuerratenmod reinmachen, ihr könnt einen Nachlademod reinmachen, ihr könnt einen von den großen Mods reinmachen, ihr könnt einen großen Schnittmod reinmachen, ihr könnt einen großen Kältemod reinmachen, einen großen Giftmod. Könnt ihr ausprobieren, wie es für euch am besten ist. Für mich persönlich ist einfach hier nur diese Magazingröße von Interesse. Und falls ihr gerade fragt, warum ich keinen großen Magazinmod reingemacht habe, Reservemunition ist nur die maximale Munition, ist uninteressant. Eissturm plus 40 Kälte plus 40 Magazin. Primed Streifenmagazin plus 55, das bedeutet, da habe ich nur einen Schuss mehr, aber verzichte auf Kälteschaden. Und mit normalem Streifenmagazin habe ich nur 30%, was sogar schlechter als Eissturm ist. Naja, verdorbene Munition kann man auch machen, aber der niedrigeres Nachladetempo ist es uns nicht wert. Mit anderen Worten, das hier ist der einzige Magazingrößenmod, der es in meinen Augen gerade wert ist, benutzt zu werden. Primed Streifmagazin wäre noch okay, aber da wir eh auf Kälteschaden gehen, ist das okay. Falls ihr kein Schnittstatusbild haben wollt, ersetzt ihr einfach nur den Erfrierungsmod durch einen Elektromod. Und Eissturm kann entweder drin bleiben oder durch einen Hitze-Status-Doppelmod ersetzt werden. Gut, zeige ich euch gerade mal, wie das aussieht. Also nehmen wir einen Heavy Gunner. Level 150. So, und das reicht schon. Das waren sogar schon viel zu viele Messer. Also es hätte mit deutlich weniger geklappt. Ich persönlich sehe keinen Grund drin, warum diese Waffe nicht auch gegen Gegner Level 3, 4, 500 funktionieren könnte, außer dass sie da vielleicht ein bisschen langsam wird, aber es funktioniert. Ich kann euch auch noch Korpus zeigen, da funktioniert es auch. Also, wie gesagt, alles derselbe Bild, ist schön universell einsetzbar.
Okay, das hier ist jetzt ein Eximus, da sieht man es nicht ganz so schön, aber ihr seht, das Schild ist noch da und der Gegner stirbt. Also, ich kann es nicht anders sagen, die Waffe ist einfach sehr gut. Man sollte dazu vielleicht noch einen Carrier benutzen für Munition, aber an sich, läuft. Ein Magazin und der ist weg. Alles Gegner Level 150. Also, normalerweise sage ich ja immer, passt euch die Elementarmods so an, wie ihr sie gerade braucht. Aber in diesem Fall, benutzt einfach diesen Bild und schon habt ihr das Bestmögliche. Nur mal als kleines Beispiel, wenn ihr die Primed Mods nicht drin habt, habt ihr eine Crit-Chance von 50,6%, ist noch okay. Aber die Crit-Chance, die ist dann wirklich, der Crit-Schaden. Crit-Chance... Achso. Mit 2,7 doch sehr niedrig. Also müsst ihr für euch selbst rausfinden, ob es euch das noch wert ist, ob ihr es drin lasst als Platzhalter, bis ihr die Prime Mods habt, oder ob ihr es einfach durch große Mods ersetzt. Alles in allem, die Fusilei oder wie auch immer sie heißt, ist eine äußerst starke Sekundärwaffe mit einer unserer neuen Top-Sekundärwaffen. Sie lässt sich sehr gut spielen. Sie reißt Gegner in Stücke, auch im höheren Level. Munitionsverbrauch, dafür haben wir den Carrier und alles in allem ist eine super gute Waffe. Falls ich euch hiermit helfen kann oder konnte, lasst mir ein Abo und ein Like da, schaut nochmal öfters vorbei, schaut auch meinen Streams vorbei und bis bald.